www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz des Bundesligaspiels TSV Hannover-Burgdorf gegen TSG Ludwigshafen-Friesenheim. Endstand 31:29 für die TSV. Ich begrüße an meiner linken Seite Thomas König von Friesenheim und auf meiner rechten Seite Christopher Nordmeier, unseren Trainer, der heute glücklich guckt, weil er gewonnen hat. Ja, Thomas, ein sehr kämpferisches Spiel auf beiden Seiten. Deine Mannschaft von meiner Seite aus super gekämpft, dennoch verloren. Wie ist dein heutiges Statement? Also erstmal guten Abend miteinander. Glückwunsch an Hannover zu dem Sieg heute. Klar, man nimmt sich viel vor. Ja, und zwar bewusst, dass es heute in Hannover sehr, sehr schwierig wird. Hannover hat rein vom Personal her eine Truppe, die in meinen Augen unten auf dem vorletzten Platz waren sie, glaube ich, weiß gar nicht, vorletzter oder drittel, da nichts zu suchen hat mit isländischen Nationalspielern, ehemaligen Nationalspielern, sodass wir gewusst haben, dass es schwer ist, haben aber gehofft, heute hier eine für uns Überraschung zu schaffen, dahingehend, dass Hannover natürlich schon unter Druck gestanden ist. Sie mussten, oder für sie war es bedeutend wichtiger, heute zu gewinnen wie für uns. Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen und meine Mannschaft, so wie Sie schon gesagt haben, hat wirklich über 60 Minuten fantastisch gekämpft. Es waren für mich so zwei Knackpunkte, die wehgetan haben, nachdem mit Clear, Pfeiffer schon zwei Torleute ausgefallen sind, mit Dietrich unser Chef in der Abwehr ausgefallen ist. Nach 20 Minuten, nach der zweiten Zeitstrafe für Pevnov, ist mein zweiter Mittelblockspieler im Prinzip aus dem Spiel gewesen. Da wollten wir die dritte Zeitstrafe nicht riskieren. Er selber war leider in der Aktion nicht beteiligt. Die zwei Minuten hätte Dissinger kriegen müssen, aber dafür können wir uns nichts kaufen. Sodass er dann aus dem Spiel draußen war, wir dann mit einem Innenblock zwei 91er-Jahrgänge gespielt haben, mit Becker und Dissinger. Die zwei haben ihren Job gut gemacht, aber nicht ganz so souverän, wie ein Dietrich und Pevnov es in der Vorrunde gemacht haben. Das war für mich der eine Knackpunkt. Der andere Knackpunkt war dann, dass wir in den Phasen, wo wir das Spiel drehen können oder weggehen können, beim 15-14 bekommen wir noch ein dummes Tor kurz vor der Halbzeit. Nach der Halbzeit haben wir den Ball, verwerfen frei. Hannover macht ein Tor, dann verwerfen wir 3-7 Meter, noch zwei freie vom Kreis. Alles in Situationen, wo wir hätten das Spiel nochmal zu unseren Gunsten eventuell drehen können. Und da hat der Torwart von Hannover, denke ich, eine sehr starke zweite Halbzeit gespielt. Hat von Pevnov den am Kreis weggemacht, die 2-7 Meter weggemacht, sodass wir dann im Prinzip am Ende noch ein bisschen Ergebniskosmetik machen konnten, aber der Sieg dann im Endeffekt für Hannover in Ordnung geht. Ja, vielen Dank, Thomas. Ich denke, ein ausführliches Statement von dir. Ja, Christopher, gratuliere zum ersten Sieg als Trainer in der Bundesliga. Ich denke, eine super tolle kämpferische Leistung. Man hat gesehen, die Spieler haben sich nach den Bällen geschmissen und haben wirklich alles versucht, hier heute den Sieg zu erreichen. Und es war ein ganz, ganz wichtiger. Bist du auch der Meinung? Ja, guten Abend erstmal. Und danke an Friesenheim für ein natürlich unglaublich spannendes und gutes, also gutklassiges Bundesligaspiel, finde ich. Ja, ich sage mal, ein Spiel muss gespielt werden und das ist egal, ob man, ob es wichtig oder unwichtig ist, in den 60 Minuten denkt ein Spieler nur daran zu gewinnen und deshalb, ich finde, der Druck war nicht höher und nicht weniger hoch als sonst und man hat in einigen Situationen natürlich gesehen, dass wir viele Spiele in der Vergangenheit verloren haben, aber heute hat man natürlich auch gesehen, wie man Spiele gewinnt und da bin ich natürlich sehr stolz auf meine Mannschaft, weil dieser unbändige Kampfeswille hat eben einfach vielleicht den Ausschlag gegeben und ich muss nochmal sagen, Friesenheim ist für mich auch keine Mannschaft, die in den Tabellenregionen gehört. Ich habe natürlich nicht die Erfahrung, das beurteilen zu können anhand von anderen Gegnern, aber ich habe mir die Videos angeguckt und ich möchte es nochmal sagen, spielerisch
beeindruckend, ganz wenig Fehler im Angriff, super, 2-gegen-2 Situationen und immer wieder verlagern, Spiel breit machen. Das ist schwer zu verteidigen und das hat uns heute auch viel Mühe gekostet. Ja, und deshalb bin ich sehr glücklich über den Sieg. Er hätte natürlich noch ein bisschen lieber mit 3 Toren gewonnen, wegen des direkten Vergleichs. Aber man kann nicht alles haben. Dankeschön. Der zählt nicht der direkte Vergleich, es zählt das Torverhältnis in der Bundesliga. Aber trotzdem, Christopher, vielen Dank. Christopher, ich denke, in der zweiten Halbzeit hat Nenad sehr geholfen, 15 Paraden. War das für dich auch eine Leistung, die einfach mit den anderen zusammen halt den Ausschlag gegeben hat für diesen Sieg? Ja, für mich ist mit den anderen zusammen wichtig. Also ich glaube, Nenad hat seine Stärken in den 1-gegen-1 Situationen, die muss man schaffen. Und wir haben hervorragend nach vorne gedeckt und haben die Rückraumschützen in der zweiten Halbzeit wirklich gut verteidigt. Und dann kann Nenad seine Stärken ausspielen. Jetzt kann man sagen, Nenad hat uns das Spiel gerettet, aber ich finde, wir haben zusammen dieses Spiel gewonnen und Nenad hat seinen Job gemacht. Gut gemacht, aber das ist meine Erwartung. Torwart muss halten, wenn er Stärken hat, wo er sie hat, dann muss er eben den Ball halten. Und mir ist genauso wichtig, dass hier in der Deckung gekämpft wurde und genau die Situation darauf beschworen wurden. Und das gefällt mir, also nicht unbedingt jetzt jemanden rauszuheben. Ja, vielen Dank. Also ich denke, wir sind alle klar darüber, dass es wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung gewesen ist. So, jetzt bitte ich die Presse, Fragen zu stellen. Jürgen. Fragen an Christopher. Christopher, wie wichtig war denn für den Deckungsverband die Rückkehr von Gustav Rüdergaard heute? Ja, er hat ja 60 Minuten gespielt. Das hat er in der Vergangenheit nicht oft. Und insofern ergibt sich die Antwort. Also natürlich ist er super wichtig, weil er natürlich diese Art von Präsenz zeigt, die man zeigen muss als Mitteldeckungsspieler. Am Ende wurde er ein bisschen müde, aber trotzdem war das natürlich ganz wichtig für uns, weil Gusti einfach auch das verkörpert, was wir brauchen, was wir manchmal zu wenig haben, nämlich die positive und die aggressive Emotion. Ja, weitere Fragen von Seiten der Presse. Ja, wenn das nicht der Fall ist, freue ich mich, dass wir zwei Punkte... Darf ich noch ganz kurz unterbrechen? Eine hätte ich noch an den Trainer von Friesenheim. Sie haben jetzt ein relativ also entscheidendes Programm noch mit Nettelstedt zu Hause, glaube ich, und dann auswärts Rheinland. Ist damit zu rechnen, dass denn der ein oder andere Spieler aus der langen Verletztenriege noch wieder dazustößt? Also ich denke, für uns ist die Rückkehr von Kevin Lier sehr, sehr wichtig, der eine überragende Vorrunde gespielt hat im Tor. Bei Kevin ist es so, er hat am letzten Donnerstag die Drähte aus dem Finger gezogen bekommen, ist momentan in der Reha, die Hand, der Finger wird beweglich gemacht. Wir sind dabei, eine Manschette zu konstruieren, die zugelassen wird. Es ist natürlich wichtig, dass es zugelassen ist, dass er spielen kann. Stand der Dinge ist, dass es, wenn dann eine Punktlandung wird, dass Clear gegen Nettelstedt und gegen Rheinland dann spielen kann. Ich denke, spätestens gegen Melsung, in Melsung ist er dann wieder dabei. Aber für uns wäre es natürlich ganz, ganz wichtig, wenn er Nettelstedt und Rheinland spielen könnte. Jan-Lars Gaubatz fällt für den Rest der Runde aus und Stefan Pfeiffer ist jetzt gesagt worden, ist doch kein Kreuzbandriss, ist ein Anriss, aber ich denke auch, dass Stefan Pfeiffer diese Runde nicht mehr in die Mannschaft zurückkehrt. Etwas Hoffnung habe ich, dass Mindaugas Veta, der jetzt ein Jahr lang gar nicht gespielt hat, heute dann auf Passiv war. Ich hätte die Option gehabt, ihn spielen zu lassen, aber nach einem Jahr ohne Handball ist es schwierig, in so einem Spiel ihm dann die ersten Spielanteile zu geben. Wir werden versuchen, ihn in dieser Woche noch näher an die Mannschaft ranzubringen. Und da habe ich dann Hoffnung, dass wir mit Mindaugas Veta noch eine Option haben, die uns vielleicht im Kampf um den Klassenerhalt hilft. Ja, vielen Dank, Thomas. Sind noch Fragen von der Presse? Ja, bei Gunnar Dietrich habe ich ganz vergessen, der natürlich ganz, ganz wichtig ist für uns. Gunnar Dietrich hat eine Schulterverletzung aus dem Wetzlar-Spiel sich zugezogen und da ist Stand der Dinge, dass
er jetzt mit Krafttraining wieder beginnen kann, er im Bankdrückenbereich mit der Schulter wieder arbeiten kann. Da denke ich aber, wird es erst gegen Melsungen dann soweit sein, dass er gegen Nettelstedt-Rheinland noch nicht dabei ist. Ja, sind noch weitere Fragen? Ja, wenn nicht, dann freue ich mich, dass wir die zwei Punkte heute ein wenig feiern können und hoffe, die Mannschaft ruht sich aus. Wir haben ein schweres Spiel jetzt gegen TBV Lemgo in Lemgo am Mittwoch. Und damit beende ich die Pressekonferenz und wünsche euch natürlich eine gute Heimfahrt. www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin.